Tag Leute und willkommen zur neuen Computer-Wildspieler-Review. Diesmal geht es um die Ausgabe 8/2002. Es kommt selten vor, dass die CD-Inhalte gefühlt das gesamte Titelblatt einnehmen. Aber ihr seht schon, die CD ist richtig gut gefüllt. 10 Spiele und 2 Demos. Das Hauptspiel auf der CD ist diesmal Commandos hinter feindlichen Linien. Ganz klein drauf gedruckt, USK empfohlen ab 16 Jahren. Ich weiß aber ganz genau, das hat zu der Zeit noch keinen interessiert. Später musste ja dann auch das USK-Logo auf die Zeitung bzw. auch auf die CD geklatscht werden. Diese Ausgabe kenne ich noch von früher. Ich glaube, ich habe die auch mal von einem Verwandten zur Zeugnisausgabe bekommen, wo Commandos auf dem Titelblatt war. Das ist übrigens auch wieder so eine Ausgabe, wo ich die wenigsten Spiele jemals ausprobiert habe. Dürfte also spannend werden. Legen wir los. Auf der Ankündigungsseite gibt's einen kleinen Bericht über Lara in Mini. Das ist das klassische Tomb Raider, scheinbar auch für den Taschencomputer geben soll. Sagt mir im Moment gerade nichts. Müsste ich mal gucken. Ich meine, da ist ja eine Internetseite, wo ich aber bezweifle, dass die heute noch geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt das damalige Alter der No Angels sehe, vielleicht war ich als Kind ein bisschen naiv, aber ich habe die nie für so jung gehalten. Ich habe immer gedacht, die seien wesentlich älter gewesen. Aber vielleicht hat man als Kind einfach noch kein Gefühl dafür, wie Menschen in einem speziellen Alter aussehen. Über Stuart Little 2 für den PC kann ich eine ganze Menge erzählen, denn ich hatte dieses Spiel damals. Und ich glaube, das wird auch in der Computer-Bildspiele irgendwann getestet werden. Das dauert noch ein paar Ausgaben. Aber ich kann sagen, das war einer der größten Fehlkäufe, die ich jemals gemacht habe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man als Kind damals nur begrenztes Taschengeld hatte. Bei den technischen Neuigkeiten sind mal wieder ein paar sehr spezielle Dinge dabei. Also ich glaube, zu diesem Ziegler Waystar muss ich gar nicht sagen, guckt euch das Ding an. Und ja, es ist das, wonach es aussieht. Es ist für Rennspiele gemacht. Warum sollte man sich sowas holen? Ich meine, 1598 Euro kostet das Ding. Oder hat es damals gekostet. Ich werde mal gucken, ob ich unter der Internetseite noch was finden kann. Hier wäre natürlich die Frage angebracht, ne? Also falls einer von euch da draußen sich das Ding geholt hat, weil er dachte, ich muss das haben, anders kann ich ein Rennspiel nicht spielen, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Oder auch hier, dieser P5 Glove, also quasi so eine Art neuer Power Glove oder keine Ahnung, auf jeden Fall läuft das auch mit Bewegungssteuerung über Infrarot. Scheint sich aber auch nicht durchgesetzt zu haben. Also es hat ja noch bis zur Wii gedauert, bevor Bewegungssteuerung wirklich massentauglich wurde. Dann gibt's hier noch eine Neuigkeit zu einem PC-Spiel namens Kingdom Hearts. Keine Ahnung, was das sein soll. Da sind wohl Disney-Charaktere zusammen mit Final Fantasy-Charakteren in einem Spiel. Ja, wer weiß, ob das ein Erfolg wird. In Japan scheint das wohl total beliebt zu sein. Wem mache ich hier was vor? Ihr kennt sicherlich alle dieses Spiel. Ich habe es auch gespielt, Teil 1, Teil 2, großartig. Aber für einen PC ist es ja nie rausgekommen, ne? Also immer nur für PlayStation 2. Was hier alles geplant wird, Comics zum Spiel gibt es schon. An einem TV-Format wird gewerkelt und ein Kinofilm erscheint durchaus denkbar, ist nie erschienen. Der erste Spieletest behandelt das Spiel des Monats, Neverwinter Nights. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, ich habe es nie gespielt. Mir wurde das nur immer wieder bei GOG angezeigt, weil es ja öfters im Angebot ist. Auch immer zu einem guten Preis, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob das ein Spiel für mich ist. Es hat natürlich noch so ein bisschen dieses alte 3D und deshalb gilt hier meine Frage auch mal an euch. Also, in welche Richtung geht dieses Spiel? Ist das eher
sehr rollenspiellastig oder ist das mehr ein Actionspiel? Also wenn das jetzt zum Beispiel so wie Baldur's Gate ist, dann lasse ich da definitiv die Finger von. Stirb langsam, Nakatomi Plaza. Das kennen wir doch. Ja, das war auf einer der allerersten Screenfun-Ausgaben als Demo drauf. Auch so ein Spiel, was sich sehr schwer tut, heute noch funktionieren zu wollen. Ich habe es damals ja auch irgendwie hingekriegt, aber naja, so sehr zufrieden war ich damit nicht. Gerade die Steuerung und ich glaube, ich hatte irgendwelche Probleme mit der Bewegung, das weiß ich noch. Und ja, dass natürlich die Waffe mit der linken Hand gehalten wurde, das sah so falsch aus, es fühlte sich nicht richtig an. Super Smash Bros. Melee gilt für viele Fans immer noch als das beste Smash Bros. Zumindest habe ich das gehört. Ich selbst habe es nie gespielt. Ich hatte ja keinen GameCube. Ich persönlich finde immer noch Brawl am besten, also das für die Wii. Aber generell muss ich sagen, konnte ich diesem Spielprinzip immer wenig abgewinnen. Also du prügelst wahllos auf die Figuren ein und am Ende schleuderst du die irgendwo hin und bekommst dann einen Punkt. Aber es passiert ja nichts weiter. Das war ja das, was ich zum Beispiel bei Shrek Super Slam so viel besser fand. Weil man da in einer richtigen Arena war und du konntest auch Sachen zerstören. Du konntest dann jemanden in eine Mauer schleudern, du hast den durchs Fenster geworfen, dann kam der wieder reingelaufen und das hat er irgendwie so viel mehr, als einfach nur auf irgendeiner Plattform zu stehen. Der König von Mallorca. Ja, wir sind noch in der Zeit, wo Ballermann und diese, wie nannte man die, der Ballermann-Musik total in war. Ich glaube, 2002 war es noch nicht. Da gab es noch dieses komische Lied hier, hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher und so weiter. Das lief ja rauf und runter in den Radios, das war zu kotzen. Man konnte das Spiel ja auch auf dem Cover dieser Ausgabe sehen. Und wenn man sich dann den Test anguckt, fragt man sich, warum? Denn ihr seht, mangelhaft, mangelhaft. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Warum ist ein Ballermann-Spiel mangelhaft? Ja, ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Man muss den Text gar nicht mehr lesen. Also, ja. Ich würde dieses Spiel auch nicht anrühren. Also falls jetzt jemand sagt, ey, für eines deiner Videos probier das doch mal aus. Nein, tut mir leid. Alleine wenn ich mir hier schon die Frisuren oder was auch immer die da auf dem Kopf haben, angucke, nicht schön. Ich kann mich nicht erinnern, Commandos früher je gespielt zu haben. Ich glaube, ich wusste schon damals als Kind, dass dieses Spiel nichts für mich ist. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es gut zum Laufen bekommen. Also es lief perfekt auf Windows 98. Es ist natürlich die deutsche Version. Ihr könnt euch denken, was ich meine. Also ich kann sagen, dass es selbst mit der Lösung nicht einfach war. Ich habe nicht mal den ersten Auftrag durchgespielt, obwohl ich versucht habe, mich hier von Punkt zu Punkt entlang zu hangeln. Als Ego-Shooter-Spieler bist du einfach so geneigt, hier sofort alles über den Haufen zu ballern, aber das wird definitiv schief gehen. Die anderen Spiele auf der CD haben soweit gut funktioniert. Ich habe natürlich ein paar ausgelassen, also zum Beispiel hier Hellcarrier und Takatis, weil die schon mal in der Screenfun-Ausgabe dabei waren. Und ja, wie gut die Spiele sind, das erzähle ich euch nachher. Oh, ich wusste gar nicht, dass es auch Cheats zu Commandos gab. Aber naja, dafür ist mein Gameplay. Aber ohne Cheats, denke ich, ist das Gameplay weitaus authentischer. Hier haben wir einen Artikel über Spielfehler, die scheinbar nie ausgebessert wurden. Hier bei Sudden Strike gibt es wohl ein Problem, dass deine Kameraden den Gegner nicht bemerken, obwohl er direkt neben ihnen steht. Dann natürlich der klassische, naja, Fehler will ich es nicht nennen, bei Siedler 3 mit dem Kopierschutz, dass dann in der Eisenschmelze Schweine produziert werden. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Selbst die, die keinen Siedler spielen.
Bei Aquanox bin ich gerade am Überlegen, ob das damals wirklich so war. Ich habe das ja gespielt, ich habe auch versucht, das weit zu spielen. Hat das Gameplay wirklich nicht pausiert? Weiß ich gar nicht mehr. Aber dass bei einem Fußballspiel die Bälle auch mal durch den Torwart durchgehen, das habe ich auch bei den moderneren Titeln gesehen, die immer mal wieder auf irgendwelchen CDs als Demo drauf waren. Das bekommt man immer mal wieder mit, dass es da immer mal Problemchen gibt. Dann haben wir hier noch einen Artikel über eine Spielemesse in Deutschland, in Leipzig, die Games Convention. Die gibt es im Jahr 2002 wohl zum allerersten Mal. Selbst Computer-Bildspiele war damals vertreten. Hey, cool. Aber mal ehrlich, das ist schon interessant zu lesen, wie das früher mal angefangen hat. Also hier steht jetzt nicht, wie viele Gäste erwartet werden. Aber wenn man das vergleicht mit der Gamescom von heute, das ist ja quasi die, ich sag mal, neue Spielemesse, die hieß ja früher einfach nur Game Convention. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, die meisten Gamer haben zu der Zeit von solchen Messen höchstens aus der Zeitschrift erfahren. Weil, woher willst du, wenn du in Deutschland am Arsch der Welt wohnst, woher willst du wissen, dass da irgendwas passiert? Na, ich zum Beispiel wohne eher im Osten. Meine Eltern wären selbst damals nie mit mir nach Köln gefahren, nach Leipzig, wegen so einer Messe. Das weiß ich jetzt schon. Oder auch nach Köln. Also wenn ich meinen Eltern heute sagen würde, jo, habt ihr Lust mal übers Wochenende nach Köln wegen der Gamescom, was sollen wir denn da? Und natürlich war das ja auch noch die Zeit, wo alles deutlich ruhiger war. Keine Influencer, keine YouTuber, Streamer oder sonst was, die auch darüber berichtet haben. Das gab's ja alles noch nicht. Ach Mann, die Welt war so klein früher. Wow, du hast die neue Xbox und den GameCube und einen neuen 21 Zoll LCD-Monitor hast du auch vom Feinsten. Der Hammer, diese Games gibt's ja zum Teil noch gar nicht auf dem deutschen Markt. Ja, ja, alles ganz nett. Aber guck mal hier, ich hab mir Tetris aufs Handy runtergeladen. Mal einen dicken Applaus für diese Überschrift in Kombination mit dem Bild. Also Applaus, Applaus an den Redakteur, der diese Idee hatte. Seid ihr auch gespannt darauf, was für brandneue Grafikkarten hier vorgestellt werden? Im Jahr 2002. Wenn man sich diese ganzen Modelle hier so anguckt, kann ich auch nur wieder sagen, das war damals noch eine völlig andere Welt. Heute gibt's ja quasi nur noch AMD oder Nvidia, aber damals, obwohl, gerade wenn man jetzt hier GeForce 4 oder so sieht, das war sicherlich schon Nvidia, bloß hatte halt nicht den Namen drauf. Aber gerade wenn ich sowas lese wie LeeTech oder Arbit, Gülmode, Hercules 3D, das sagt mir als Jüngeren überhaupt nichts mehr. Aber gerade wenn man sich so die Preise anguckt, wirklich billiger war es damals auch nicht. Diesen Artikel über das Aktualisieren von Treibern zeige ich euch nur aus dem Grund, weil man hier mal ein paar Ausschnitte von der alten Computer-Bildspiele-Seite sehen kann. Ich habe jetzt auch mal versucht, in der Wayback-Maschine zu gucken, ob es da noch was gibt. Leider nur sehr bruchstückhaft, also das meiste funktioniert nicht mehr. Also gerade Bilder wurden überhaupt nicht gespeichert, was ich sehr schade finde. Aber hier sieht man, so ähnlich hat die ungefähr ausgesehen. Und natürlich auch cool, mal die alte Nvidia-Seite zu sehen. Ja, diese 0190 Einwahlprogramme, das ist auch eine Sache, die es heute überhaupt nicht mehr gibt, weil man für gewöhnlich sich nicht mehr über die Telefonbuchse ins Internet einwählen muss. Von diesem ganzen Thema habe ich übrigens gar keine Ahnung. Ich fand es nur interessant, sich das mal anzugucken. Bei der Leserpost wird wieder mal das Thema Patches angesprochen, welche eigentlich auch auf der CD hätten sein können. Aber die Computerbildspiele
sagt, man kann diese ja auch bei der Herstellerfirma bestellen. Cool. Da bin ich doch gerade am Überlegen, waren die denn dann auch umsonst oder musste ich da etwa Geld für bezahlen? Und dann präsentiert die Computerbildspiele uns auch ein paar Karten, die zu den Gewinnspielen eingeschickt wurden. Aber gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass die Chance beim Gewinnspiel gezogen zu werden trotzdem gleich groß ist. Da musste ich gleich dran denken, an diese Aussagen, die man früher von Leuten gehört hat, die bei etlichen Gewinnspielen mitmachen, also die das hobbymäßig betreiben und was weiß ich, die ganze Bude voll haben mit Fernsehern, mit Kaffeemaschinen und so weiter und so fort, die scheinbar viel Glück in sowas haben. Und die meinen dann, naja, deine Karte muss ja auffallen. So, dass sie dann bevorzugt, was weiß ich, rote Karten verschicken oder extra bunt gestaltete Briefe, damit die in der Lostrommel auffallen. Aber ja, wer weiß, ob das wirklich funktioniert, wenn zum Beispiel die Computerbildspiele sagt, das interessiert uns nicht. Beim Ärger des Monats geht es diesmal um zwei Spiele, die nicht funktionieren wollen. Einmal betraf es das Spiel Half-Life Blue Shift, deutsche Version, und Empire Earth. Natürlich hat Computerbildspiele wieder was erreichen können, aber nicht zu 100%, denn das Empire Earth Problem wurde scheinbar gelöst, aber bei dem Problem von Half-Life gab es zum Zeitpunkt keine Hilfe. Falls euch das Video bis hierhin gefallen haben sollte und ihr weiterhin dranbleiben wollt, wenn ich mich auch weiterhin durch gute bzw. weniger gute Zeitschriften-CDs quäle, dann dürft ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Und falls euch dieses Video tatsächlich gefällt, dürft ihr es auch gerne liken. Weiter geht's jetzt auf jeden Fall mit den einzelnen Spielen. Und wenn ich damit fertig bin, gucken wir uns zum Abschluss an, was es mit dieser letzten Sache auf sich hat. CompuServe. Bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nie was von gehört. Ich bezweifle aber, dass da irgendwas funktionieren wird. Ich kann schon mal soweit sagen, wenn man da draufklickt, wird ein Installationsvorgang gestartet. Obwohl ich nie was für Formel 1 übrig hatte, ist Michael Schumacher dennoch ein Name, den man kennt. Seit seinem Skiunfall 2013, fast 11 Jahre ist das schon her, lebt er zurückgezogen und man weiß nicht, wie es ihm geht. Dieses Spiel soll darauf anspielen, dass er seine ersten Erfolge als Kartfahrer gemacht hat. Soweit ich es herausfinden konnte, soll es wohl nur 30 Euro gekostet haben und war nicht mal ein Jahr in der Entwicklung. Technisch ist es schlecht gealtert. Vor allem die Lenkung ist furchtbar. Man bleibt auch an den Absperrungen hängen. Das heißt, wenn du diese streifst, bremst du sofort ab. Die Breite der Kartbahn eignet sich auch nicht dazu, einen Gegner mal eben zu überholen. Ich fand's schwer zu spielen. Ich finde es gut, dass man in einem Zweiten Weltkriegsspiel auch mal als Deutsche spielen darf. Die Grafik kann man sich auch heute noch angucken. Das ist aber auch schon alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann, weil es absolut nicht mein Genre ist. Ich weiß nicht, was man an diesem zähen Gameplay finden kann. Das dauert und zieht sich wie sonst was. Nicht mein Fall. Crystal Racer ist eines meiner Lieblingswerbespiele. Selbst für diese Review habe ich es gleich wieder mal durchgespielt. Es ist ja nicht lang. Es ist ein Werbespiel für den Zeus
Jugendschutzbrief, welchen es heute nicht mehr gibt, soweit ich weiß. Das Spiel stand in Verbindung mit einem Gewinnspiel, wo man zum Beispiel einen Motorroller oder eine PS2 gewinnen konnte, wenn man seinen Highscore hochgeladen hat. Dieses endete aber schon 2001, sodass man zum Zeitpunkt des Heftes nicht mehr mitmachen konnte. Das Spiel selbst ist ein einfacher Plattformer. Man hüpft mit seinem Hoverboard durch die Gegend und sammelt möglichst viele Punkte. Nettmühle ist ein Werbespiel von Bras Dachsysteme. Die Firma gibt es noch. Als Spielsteine dienen hier Dachziegel. Die Hintergrundmusik finde ich auch ganz gut. Einziger Haken, ich habe nie gelernt, wie man Mühle spielt. Rox habe ich vermutlich auch schon mal vorgestellt, aber es ist einfach zu gut, es nicht zu erwähnen. Leider läuft es auf modernen PCs zu schnell. Ich bin in dem Spiel auch nie sonderlich weit gekommen. Es ist mir eher wegen der genialen Musik in Erinnerung geblieben. Für ein Gratisspiel schon beeindruckend. Was könnte ich groß zu Schieberätseln sagen? Ach ja, ich hasse sie. Schon seit meiner Kindheit hat mich dieses Hin- und Hergeschiebe auf die Palme gebracht. Ich fand die Spiele immer dann besser, wenn du die Teile beliebig austauschen konntest. Es war immer so nervig, wenn du einen Großteil des Bildes fertig hattest und die letzten 2-3 Teile nicht richtig platziert werden konnten. Dann musste man wieder was kaputt machen, damit die bestimmten Teile richtig verschoben werden konnten. Das ist für mich Frust pur. Nein, ich war nicht betrunken, als ich das gespielt habe. Die Steuerung ist mal wieder speziell. Man kann hier nur auf der Straße normal fahren, ansonsten stottert das Auto wieder rum. Das Hauptproblem aber ist die Beschleunigung. Das Auto legt so schnell an Geschwindigkeit zu, dass man mit der viel zu empfindlichen Lenkung nicht rechtzeitig reagieren kann. Sowas hatte ich noch nie. Auch dieses Rennspiel ist ein Werbespiel. Astro Man ist ein Rätselspiel. Die einzelnen Level müssen normal erledigt werden, man kann also nicht springen und jede größere Höhe tötet einen. Mir fällt erst in der Aufnahme auf, dass die Lebensanzeige langsam abnimmt und somit als Timer gilt. Die erste Stufe, also die ersten 10 Level, die ich gespielt habe, waren aber so einfach, dass ich nie in Bedrängnis kam. Ich könnte mir vorstellen, das mal weiterzuspielen.
Burger Mania ist in meinem Fall eine furchtbare Burger-Simulation. 2002 hätte man sich alle drei Rezepte entweder merken oder aufschreiben müssen, da man diese im Spiel nicht mehr angucken kann. Ich vermute, dass auch dieses Spiel, ähnlich wie ROX, auf meinem Windows XP-Emulator zu schnell läuft. Man sieht zwar einen großzügigen Timer und es kommen auch Bestellungen rein, aber diese müssen so schnell gemacht werden, dass ich jedes Mal nach einem Burger verloren habe, obwohl ich noch Zeit hatte und die Bestellung nicht komplett abgewickelt war. Ich vermute deshalb, dass man verliert, wenn der Gast die Bestellung abbricht, und das passiert bei mir so schnell, dass ich nicht gewinnen kann. Ich möchte, dass Sie die Relaisstation auf dieser kleinen Insel ausschalten. Das erste Problem ist, dass Ihre drei Männer an unterschiedlichen Punkten gelandet sind. Der Greenberry, der Fahrer... und der Marine. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass auf dieser Spiele-CD die deutsche Version von Commandos enthalten ist. Im Vergleich zur ungeschnittenen Version haben wir im Spiel natürlich keine Symbolik. Die Gewalt wurde größtenteils entfernt und man hat aber auch die Story ein bisschen abgeändert. Und da man immer mal wieder irgendwelche Videosequenzen sieht, also reale Aufnahmen, wurden auch hier Videos ausgetauscht, damit man ja bestimmte Zeichen bzw. ich glaube, das ist ein deutscher Politiker, der da zu sehen war, dass das nicht zu sehen ist. Das Spiel wurde im Juni 1999 in der ungeschnittenen Fassung nicht nur indiziert, sondern sogar beschlagnahmt. Im Beschluss heißt es zum Beispiel, dass das Spiel kriegs- und NS-verherrlichend sei. Das ist aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen paradox, weil es wird deutlich in beiden Versionen gesagt, dass das Gegner sind. Es wird außerdem noch das Streitthema Videospiele als Kunst erwähnt, wodurch klar ist, dass dieses Spiel noch in einer völlig anderen Zeit entstanden ist, als Spiele noch keinen großen Stellenwert hatten. Wenn man nach der 25-Jahres-Frist geht, für alle, die nicht wissen, was das ist, also wenn ein Titel indiziert wird, dann heißt es, dass man nach 25 Jahren den nochmal begutachten muss, ob diese Indizierung noch gerechtfertigt ist. Und dann wird es entsprechend folgeindiziert. Wenn man nach dieser Frist geht, dann müsste es Mitte diesen Jahres erneut geprüft werden. Und ich vermute, es ist nur eine Vermutung, dass es vom Index fliegen und man damit ähnlich wie mit Wolfenstein verfahren wird. Die Gewalt in dem Spiel wird im Vergleich zu heutiger Brutalität in Videospielen das geringste Problem sein. Es wird im Spiel auch deutlich gesagt, dass deine Truppe Widerstandskämpfer sind. Bei Wolfenstein sagt man mittlerweile ja auch, das Spiel positioniert sich klar dagegen, deshalb darf es freigegeben werden. Wie gesagt, das ist meine persönliche Vermutung, / Meinung. Es kann natürlich auch ganz anders ausgehen. Carmageddon zum Beispiel, das letztes Jahr oder vorletztes Jahr nach 25 Jahren erneut geprüft werden musste, das wurde folgeindiziert. Obwohl es technisch absolut veraltet ist, aber ja, man hat nach wie vor gesagt, der Spielinhalt ist das Ausschlaggebende und das wird weiterhin als gewaltverherrlichend angesehen und deshalb auch als jugendgefährdend. Aber zurück zu Commandos. Jeder, der das Spiel kennt, weiß, es ist wirklich, wirklich schwer. Es hat aus heutiger Sicht altersbedingt auch noch zusätzliche Probleme. Du steuerst fast alles mit der Maus. Egal ob Bewegung, Aktion, Fahrzeuge, Waffen. Alles wird mit der Maus gemacht und das klappt nicht immer gut.
Wenn man zum Beispiel über eine Mauer klettert, dann geht das nicht über die gesamte Mauer, sondern nur bei einem bestimmten Bereich. Den musst du durch Ausprobieren finden. Ich kam an der Stelle nicht weiter, wo ich mit dem LKW an das Gebäude gefahren bin. Laut Lösung hätte man auf den Tank schießen müssen, um so Haus und LKW zu sprengen. Obwohl ich meine gesamte Munition auf den Motor verschossen habe, ist nichts passiert. Die Sprüche deiner Figur nerven mit der Zeit, weshalb es gut ist, dass man das abschalten kann. Endlich mal ein bisschen Action! Dann gucken wir uns zum Abschluss mal an, was dieses ominöse CompuServe ist. Er möchte jetzt hier also irgendwas installieren. CompuServe Starter Kit. Mal gucken. Ich vermute ganz stark, dass das irgendein Internetprogramm sein wird, was heutzutage nicht mehr funktioniert, aber ich find's trotzdem lustig, sich das mal anzugucken. Das Starter Kit setzt unter Windows NT, Windows 2000, ist klar, wahrscheinlich kennt er Windows XP noch nicht, ein installiertes Modem voraus. Möchten Sie jetzt die Windows Modem-Einstellung öffnen, um Ihr Modem zu installieren? Ich gehe mal auf Nein. Okay, das war jetzt falsch. Wie ich es vermutet habe, also man kann hier nichts mehr eingeben. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was ich hier eingeben soll. Wählverfahren für den Standort, also ja, das können wir abbrechen. Aber ein Versuch war es wert. Und damit wäre ich auch schon am Ende des Rückblicks auf die Computerbildspiele Ausgabe 8/2002 angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal gucken, welche Ausgabe ich mir als nächstes vornehme. Die Ausgabe 7/2002 werde ich erstmal zurückstellen. Da ist Shadowman drauf und das habe ich ja schon mal in einer Screenfund gezeigt. 9/2002 und die anderen wüsste ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht, was da drauf ist. Ich bin gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.